Ja, demokratischer Faschismus, das ist eine Formel, die von Hermann L. Kremlitzer stammt und die man sofort eingeleuchtet hat. Ich muss diese Kolumne jede Woche schreiben. Das ist einerseits eine sehr, sehr schöne Beschäftigung, es ist andererseits eine entsetzliche Beschäftigung, weil sie mich jede Woche zwingt, in den Dreck zu fassen und man den sehr unangenehmen Eindruck vom ewigen Gleichklang der propagandistischen Apparate in diesem Land bekommt. Das habe ich jetzt auch festgestellt, als ich die rund 200 Kolumnen mal durchgesehen habe der letzten 4 Jahre, in denen es unterschwellig doch immer darum geht, dass die allermeisten Menschen oder mindestens die Medien, die sie zu vertreten vorgeben in diesem Land, ein und dieselbe Meinung haben und dass die sogenannte Gegenöffentlichkeit dann doch immer kleiner wird, die publizistische zumal. Zu allen wesentlichen Themen haben alle Zeitungen von der Rundschau über SZ bis FAZ und Welt grosso modo dieselbe Meinung. Es ist so eine Art große Koalition in den Köpfen, es ist faktische Gleichschaltung, das klingt jetzt alles nach dickem Hammer und schwerem Tobak, aber das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gibt, das muss man sich auch vor Augen halten, in diesem Land genau noch 2 linke Publikumszeitschriften. Es gibt bestimmt viele kleinere, tapfere Zeitschriften, die sich wehren und die immer noch existieren. Aber es gibt 2 Publikumszeitschriften, die man überall kaufen kann. Genau 2, nämlich Titanic und Konkret, die gemeinsam vielleicht eine Auflage von 100.000 haben. Wie viel davon verkauft ist, ist dabei noch gar nicht eingerechnet. Ist diese Gesellschaft faschistisch? Wir sind hier im Kotz. Ihr würdet alle Ja sagen wahrscheinlich. Wenn jetzt aber ein 50-jähriger Chilene im Saal wäre, der Kommunist unter Pinochet gewesen ist, der würde wahrscheinlich sagen, nein. Und vielleicht kann man sich darauf einigen, was in der Formel von demokratischem Faschismus ja auch drinsteckt, dass wir uns in einem Zwischenreich befinden. Und dass man sagen kann, es ist noch keine offen faschistische Gesellschaft, aber es schwelt irgendwas. Es dreut, wie ihr in jeder kapitalistischen Gesellschaft, zumal einer, die so vor sich hin kriselt. Und ich habe mal geschaut, welche sind denn die Symptome? Das, was mir so auf den ersten Blick eingefallen ist und das, was in den zuletzt 200 Kolumnen auch immer Thema gewesen ist. Also erstes Symptom ist das klare, grimmig gepflegte und geschlossen antikommunistische Feindbild. Alles, was nicht Marktwirtschaft und freies Unternehmertum ist, bedecken die medialen und politischen Instanzen mit Totschlagvokabeln wie DDR, Stasi und Bautzen. Korrespondierend damit das zweite Symptom ist die Rückkehr ins Nationale. Wir kennen alle das nicht totzukriegende Gerede von irgendwelchen Sommermärchen. Wir freuen uns schon auf die Nationalflaggen am Auto, die wir im Sommer wieder sehen. Wir kennen alle die Evokation eines natürlichen nationalen Kollektivs durch das Pronomen wir. Das hat es in meiner Kindheit auch in der Sportberichterstattung so nicht gegeben. Das ist heute gang und gäbe, dass nicht die deutsche Mannschaft spielt, sondern dass wir spielen, was schon gar nicht sein kann, weil ich ein sehr, sehr schlechter Fußballspieler war und für Jubiläum überhaupt nicht in Frage käme. Dann sowas wie die kindische und auch wieder autoritätsfixierte Begeisterung für unsere Hauptstadt, dieser Berlin-Wahn, nichts gegen Berlin und die Berliner, aber der offiziell mediale Wahn, diese Zentrale des Reiches, wie Josef Goebbels das genannt hat, bildet meiner Auffassung nach genau dasselbe ab. Und natürlich die tatsächlich immer unverschämteren und unverhohleneren Versuche, die sogenannten dunkelsten Kapitel unserer Geschichte zu bereinigen im Fernsehen und in der Literatur. Drittens und daran anschließend die Entschlossenheit, den Volkskörper gegen als zersetzend empfundene Minderheiten zu schützen. Das fängt an bei Protesten gegen Asylbewerberheime und Moscheeneubauten. Das setzt sich fort in einer offiziell rigiden Asyl- und Abschiebepolitik. Geht weiter mit der militärischen Sicherung der EU-Außengrenze, Ablehnung doppelter Staatsbürgerschaften, aber nur sofern es sich um Türken und andere Nicht-Arier handelt. Demonstration in Baden-Württemberg gegen Homosexualität als Unterrichtsthema. Zögerlich bis gar nicht verfolgte rassistische Gewalttaten, Alltagsrassismus und ein stabiles Maß an Antisemitismus. Ich muss das hier ablesen, weil es so viel ist, das kann ich mir gar nicht mehr merken. Viertes Symptom, eine press- und medial-öffentliche Meinung, die sich in wesentlichen Fragen so einig ist, dass sie wie eine Gelenkte wird. Das haben wir eingangs. Wir haben faktisch einen Staatsfunk und bei dieser Verfassungsgerichtsentscheidung zur Verfasstheit des ZDF
muss man als informierter Leser natürlich lachen, weil der liberale Leitartikel sich freut und dass es mit der Staatsbindung des ZDF ja nun ein Ende habe. Das ist natürlich ein Riesenwitz, alles was uns aus Heute-Journalen und Tagesthemen und verwandten Formaten entgegensuppt, ist reine Systemverteidigung von vorne bis hinten führt keine Sekunde lang dazu, dass man sich von seinen Vorurteilen wegbewegt. Und fünftes Symptom ist natürlich das, was im Kapitalismus notwendig an Faschismus drin ist. Wir sind hier in Frankfurt. Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, der sollte auch vom Faschismus schweigen. Wir wissen, wer es gesagt hat, nämlich Max Horkheimer. Und was Faschismus ist, ist die Fetischisierung des Leistungsgedankens, der Primat des Starken, das latent Gewalttätige von Auslese, Konkurrenz und Wettbewerb. Und ich habe einen kleinen Sohn, wir brauchen da einen Kita-Platz und es ist wirklich unfassbar, womit diese Kindertagesstätten alle werben mittlerweile. Also die für uns jetzt wohl als einzige in Frage kommt, hat einen Schwerpunkt Sport, Bewegung, Technik, Naturwissenschaft und Bilingualität. Ja, ich finde das lustig, ich finde es ist wirklich, also man möchte schreien, kotzen und jemand aufs Maul geben, denn mein Sohn ist noch kein Jahr alt und nun habe ich die stille Hoffnung, dass Schwerpunkt Bewegung und Sport toben ist und Schwerpunkt Naturwissenschaft vielleicht Plätzchen bauen. Es bleibt abzuwarten. Das sind jedenfalls alles Faschismen, die sich in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren, seit Beginn der deutschen Einheit, das kann man glaube ich ziemlich genau terminieren, verschärft haben. Und das alles in einem Umfeld, das ja auch die Demokraten immer weniger demokratisch finden. Sogar die Bundeskanzlerin hat ja von marktkonformer Demokratie gesprochen. Nun kann eine Demokratie aber nicht marktkonform sein. Entweder habt ihr das letzte Wort oder der Markt. Beides geht nicht. In dem Moment, wo der Markt das letzte Wort hat, darf man nicht mehr von Demokratie sprechen, allenfalls von Postdemokratie, das ist das zweite virulente Schlagwort gewesen. Das hat der britische Politikwissenschaftler Crouch in die Welt gesetzt, zu Recht in die Welt gesetzt. Und ein postdemokratisches Gemeinwesen ist eines, Zitat, in dem zwar nach wie vor Wahlen abgehalten werden, in dem allerdings konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffentliche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem reinen Spektakel verkommt. Spektakel ist wiederum ein Faschismus. Spektakel ist möglicherweise sogar eines der zentralen Konstituenten von Faschismus. Ein Spektakel, das sich selbst genügt. Demokratischer Faschismus, 7 Thesen. Die werde ich jetzt einfach mal so hin und dann werde ich ein bisschen aus den Kolumnen lesen und dann sehen wir einfach weiter. 7 Thesen. Erste These. Faschismus ist Oberklassenherrschaft, gestützt durch Massensuggestion. Demokratie ist Herrschaft des Volkes. Demokratischer Faschismus besteht also da, wo sich das Volk mit Bild, Bams und Glotze regieren lässt. Zweite These. Weil die Masse trotzdem ahnt, wie ohnmächtig sie ist, muss sie gefügig und mundtot gemacht werden. Dies geschieht durch Unterhaltung und Angst. Der ubiquitäre Krimi ist die natürliche Kunstform des demokratischen Faschismus. Drittens. Faschismus ist Verachtung der Zivilisation und Feier des Naturzustands. Dass die Leute im Alltag Jack-Wolfskin-Jacken tragen und Geländewagen fahren, korrespondiert mit dem Schwinden jener Umgangsformen, die mit Norbert Elias Zivilisation überhaupt erst konstituieren. Viertens, Faschismus ist die Verachtung des Schwachen und die Verherrlichung des Starken. Der demokratische Faschismus dagegen braucht die Schwachen, damit die Halbstarken die Richtigen hassen. Fünftens, Faschismus ist das unbedingte Positive, das Gesunde, das unter allen Umständen gut gelaunte. Die freie demokratische Grundordnung hat dagegen Men's Health, die Mitgliederzeitschrift der DAK und das ganztägige Fun-Doodle-Programm von HR3. Sechstens, der Faschismus ist immer unschuldig. Der demokratische Faschismus ist mit Leidenschaft schuldig, aber früher, denn er will seine Lektion gelernt haben. Siebtens, der Faschismus hat ein Feindbild, der demokratische Faschismus eine freie Presse. Jetzt muss ich ein Stück Bier trinken, in der Zwischenzeit darüber nachdenken. Und die erste Kolumne, die ich mitgebracht habe, lautet:
rückwärts, der Titel der ersten Kolumne lautet Rückwärts immer, vorwärts nimmer. Ich wusste, ich machte mich unbeliebt, denn es hatte wirklich lange genug gedauert, bis Kind und Kegel am knatterheißen Tag im Automobil verstaut gewesen waren, sagte es, nachdem die Fuhre endlich in Fahrt gesetzt war, aber nach lächerlichen 500 Metern doch. Ich drehe nochmal um, ich habe das Wasser an der Waschmaschine nicht abgestellt. Die hat doch einen Aquastopp, sprach die Gattin mürbe. Egal, sagte ich, ein Aquastopp ist ein Aquastopp, aber ein von vornherein zugedrehter Wasserhahn ist ein von vornherein zugedrehter Wasserhahn. Es ist tatsächlich nicht die geringste meiner Ängste, Opfer eines Wasserschadens zu werden, denn ausgebrannt, da ist wenigstens alles weg und man kann offiziell bei Null anfangen, während der Wasserschaden mich am faulig-schlammigen Sterben meiner Dinge an ihrem Zugrundegehen noch teilhaben lässt. Ich kann die Aufregung der Menschen an Flüssen mit steigenden Pegeln also durchaus verstehen, die Verzweiflung, wenn einem alles weggeschwemmt und zugeschlammt wird. Und es ist wahrscheinlich wirklich eine schöne Geste, wenn da, wo die Dämme aufweichen, Freiwillige helfen, die Sandsäcke zu füllen. Unschön, ja widerwärtig dagegen, das nationale Tremolo, das der Staatsfunk, der sich für einen Freien hält, auf allen Sendern dazu anstimmt und kaum ein Bildbericht, der nicht ergriffen vom Elend der Flutopfer sprach, worunter ich mir bei aller Empathie dann aber doch etwas anderes vorstelle als unter Wasser gesetzten Hausrat. Eine große Scheiße, ein Unglück, sicherlich, aber Elend? Am Abend auf dem Fernsehsofa der Eltern, dann nach dem Sonntagskrimi Jauch, der aus seinem Gasometer heraus einen ganz anderen Abend als gewohnt ankündigt. Und im Hintergrund sitzt tatsächlich ein Dutzend Fernsehprominenter, von Florian Silbereisen über die ostzonale Showtonne Emmerlich bis hin zum Berliner Tatortermittler Alinovic und nimmt ein schlechter parodistischer Spaß telefonisch Spenden entgegen und die Forderung des journalistischen Übervaters Hans-Joachim Friedrichs, wonach Journalismus sich niemals und unter keinen Umständen mit einer Sache gemein machen darf, auch nicht mit einer guten, löst sich derart sicht- und greifbar in die nationale Luft auf, dass ich unter dem Hinweis, nicht Zeuge einer Sammelaktion des Winterhilfswerks sein zu wollen, die Szene verlasse. Zum Zeitpunkt meiner Flucht sind knappe 7 Millionen Euro gesammelt worden und das ist natürlich objektiv ein Witz, wie die ganze Aktion bloß der fadenscheinigste Vorwand für nationalen Solidaritätszirkus ist, in dem der Journalistendarsteller Jauch keine Parteien mehr kennt, sondern nur noch Deutsche. Deutsche, deren persönliche Katastrophe unter fanatischer Mitwirkung unserer Unterhaltungskünstler zum nationalen Rührstück aufgequält wird, dass Goebbels es sich nicht besser hätte ausdenken können. Auch einfache Wahrheiten sind mit Brecht Wahrheiten und die Willfährig und Hemmungslosigkeit, mit der das öffentlich-rechtliche Fernsehen noch die letzten Reste journalistischer Distanz fahren lässt und in die neue alte Zeit vorweg marschiert, ist stets aufs Neue atemberaubend. Rückwärts immer, vorwärts nimmer. Und dass es auch anders, dass es auf keinen Fall anders kommt, dafür stehe ich noch mit meinen Zwangsgebühren ein. Kann man es mir da verdenken, wenn ich die Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2013 für einen freundlich totalen Staat zu halten immer weniger umhin kann? Das ist ganz lieb von euch. Vielen Dank. Die Pause ist hauptsächlich zum Biertrinken da und dass ihr wisst, ein Thema fertig, nächstes kommt, beziehungsweise ein Volumen. Aber der Applaus ist das Butterbrot des Künstlers, auch im demokratischen Faschismus. Also faschistischer Applaus geht, das ist ja alle anders. Ja, stürmischer. Aber wir sind ja keine. Schade. Untermensch mit Bierflasche. Für die deutschen Werktätigen war die Deutsche Demokratische Republik das, was Buchbesprecher einen Glücksfall nennen. Nicht durchweg und unbedingt im Osten, wo der Aufbau schwer, die Politbürokratie kleinlich und die Konsumgüterversorgung allenfalls stabil war. Aber jedenfalls im Westen, wo der Realsozialismus nebenan dafür sorgte, dass den westdeutschen Lohnabhängigen die größten Schweinereien erspart blieben. Denn Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wo einst nebenan mit Null Arbeitslosigkeit und der Herrschaft des Proletariats wirbt, kann der eigene Laden schlecht zeigen, was er wirklich von seinen Angestellten hält. Die Zeiten sind vorbei und mit dem Einzug der Freiheit kann die Herrschaft wieder nach Herzenslust Schuhriegeln und ausbeuten, weil sie weiß,
der Prolet hat nur die Wahl zwischen Gehorchen und Parkbank. Soweit ist das alles klar und plausibel. Schon etwas weniger plausibel ist, warum der Hass nicht aufhört, warum der Sieger der Geschichte, zumal der Deutsche, nicht anders kann, als mit Beckenbauer nachzukarten und den Verlierer noch ins Grab hinein zu verhöhnen. Zitat: Auf den Aufnahmen des Fotografen Harald Hauswald wirkt die DDR der 80er Jahre wie ein verwunschenes Reich. Die Proletarier, die das Land beherrschen sollten, sind müde und manchmal auch einfach nur betrunken, lesen wir auf Spiegel Online, als wäre Alkoholismus in westdeutschen Journalistenkreisen ein Ausnahmephänomen. Egal, man steht auf der richtigen Seite, nämlich da, wo es warm rauskommt. Und wer betrunken oder dumm genug oder beides ist, der kühlt genau das Mütchen, das er spätestens sein Ressortchef nie hat. Zitat: Pferdemarkt in Havelberg in den 80er Jahren. Auf seinen Bildern zeigt der Fotograf Harald Hauswald die vermeintlichen Herrscher der DDR, die Proletarier, in unheroischer Pose. Zu sehen sind allerdings bloß drei ältere Männer, die im Freien ein Freizeitbier verzehren, was ebenso unheroisch ist wie die Lüge, das sei etwas anderes als das Normalste und Freundlichste von der Welt. Zitat: Die Menschen auf Hauswalds Bildern wirken müde, skeptisch, resigniert, dabei aber nicht unvergnügt. Weil drei andere Rentner nämlich trotz des unfasslichen DDR-Unrechts in die Kamera lachen und die Hirn- oder wenigstens Sozialforschung ist aufgerufen zu prüfen, ob es jetzt wirklich soweit ist, dass man dem Spiegel-Online-Publikum derart primitiven, unverhohlenen Agenten-Nonsens als Journalismus verkaufen kann. Zitat: Eine Fotografie als Symbolbild der DDR. Der Anachronismus des Gefährts, das Elend des Altbaus und die platte Brutalität der Betonfassade ergeben eine knappe und treffende Darstellung des Arbeiter- und Bauernstaates in seinen letzten Jahren. Zitat Ende. Ein Pferdefuhrwerk vor einer moribunden Gründerzeitvilla, dahinter ein gepflegter Plattenbauriegel, wo man vielleicht nicht so lifestyle wie ein Spon-Prostituierter lebte, aber dafür diesseits zeitgenössischer Knebelmieten und so, dass man morgens ohne Selbstekel in den Spiegel sehen konnte. Und wieder ist die Hetze so dumm und fadenscheinig, die platte Brutalität der Betonfassade als ein Wohnmaschinen aus Westbeton lieblich, dass wir unterstellen dürfen, sie werde in jedem Fall geschluckt. Wie doch Leben halt keins ist, wenn es nicht im Stilaltbau stattfindet. Also, warum? Die vergleichsweise freundliche, weil funktionale Interpretation wäre, die Herrschaft hat Angst, weil die Leute ahnen, dass sie von früh bis spät vorgeführt werden und also braucht es den Popanz vom Unrechts- und Witzstaat DDR, damit keiner auf dumme Gedanken kommt. Die etwas weniger freundliche, nämlich pathologische: Nichts hasst der deutsche Bürger so sehr wie das Proletarische, gegen das er sich seit seiner Geschichte mit der Obrigkeit verbündet hat, und nichts verschafft seinem in Generationen verkorksten Sozialcharakter so viel Befriedigung wie die Verachtung für die kleinen und kleinsten Leute, neuerdings verstärkt durch die Angst, in nächster Zukunft einer von ihnen zu sein. Dass Prolet im Deutschen ein Schimpfwort geworden ist, ist durchaus kein Zufall. Der Autor dieses neuerlichen Spondrecks heißt übrigens Hammelehe. Nein, Hammelehle. Schade, Hammelehe, das hätte den Umflat ein bisschen glaublicher gemacht, genealogisch. Danke. Allein der Vorwurf. Mit dem Fernsehen sollte ich eins ja nicht mehr beschäftigen als unbedingt nötig, das meiste ist ja auch gesagt. Aber unterstellt, es werde gemeinhin tatsächlich mit Bild und Glotze regiert, wollen wir es doch würdigen, wenn alles mal wieder am Schnürchen läuft und so, wie es öffentlich-rechtlich soll. Der Spitzenmann der Linkspartei, Gregor Gysi, sieht sich zum wiederholten Mal dem Vorwurf ausgesetzt, er habe in seiner Zeit als Rechtsanwalt in der DDR Mandanten an die Staatssicherheit verraten. Gregor Gysi bestreitet diese Vorwürfe seit über zwei Jahrzehnten. In einer eidesstattlichen Versicherung aus dem Jahre 2011 hat Gysi gesagt, er habe der Staatssicherheit weder über Mandanten noch über, Zitat, sonst jemanden berichtet. Die Nachrichtenredaktion des ZDF erreicht nun die Nachricht, der Vorwurf gegen Gysi sei abermals erhoben worden
und zwar von der Welt am Sonntag, die wissen will, Gregor Gysi habe dem MFS über ein Gespräch mit zwei Reportern des Spiegels Mitteilung gemacht, mithin über sonst jemanden, und damit also eigentlich falsch ausgesagt. Nun kann man auch als Fernsehjournalist wissen, dass die Welt am Sonntag, Springer Sonntagszeitung, selbst ihre werktägliche Schwester wie die Avantgarde Sozialliberalismus aussehen lässt. Die Welt am Sonntag ist das Alleräußerste, was sich der sogenannte Konsens der Demokraten nach rechts erlaubt, und ein Vorwurf der BAMS gegen einen Spitzenpolitiker der Linkspartei entspricht also etwa dem eines republikanischen Fernsehpredigers, der Obama für Stalin hält. Und so gehässig ist der Vorwurf ja auch. Also könnte der Redakteur vom Heute-Journal sagen, schön, eine Nachricht fürs hintere Drittel, schließlich ermittelt wieder mal die Staatsanwaltschaft aufgrund, laut BAMS, einer einzelnen Anzeige. Der Redakteur vom Heute-Journal sagt aber Spitzenmeldung. Und also macht das Heute-Journal mit der Meldung auf, Gregor Gysi sehe sich abermals dem Vorwurf ausgesetzt, der Stasi zugearbeitet und dazu eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben zu haben. Aus welcher Ecke der Anwurf kommt, wird nicht vertieft. Um welche Art Publikation es sich bei der Welt am Sonntag handelt, erfährt der Zuschauer nicht. Er erfährt immerhin die Meinung des Linksparteifreundes Ramelow, der den neuerlichen Vorwurf für Wahlkampf hält, dann, wie Thomas Strobel, CDU, dem Vorsitzenden des Immunitätsausschusses, der freilich nichts gegen die neuerliche Klärung dieses Sachverhalts einzuwenden hatte, die Insinuation gelingt, der Vorwurf der Stasi-Kumpanei sei nicht schon darum ein Witz, weil deren Opfer neuerdings bloß noch Westreporter sind. Am selben Tag hatte derselbe Strobel bereits freundschaftlich mit der Welt gesprochen. Natürlich wiegt schon der Vorwurf schwer, weshalb man zum Rauch eigentlich kein Feuer mehr braucht. Worauf sich abermals Fragen nach der inzestuösen Beziehung zwischen Journalie und Politik ergeben könnten. Der Fernsehbericht zitiert diesen Satz jedenfalls brav. Für Thomas Strobel jedoch wiegt schon allein der Vorwurf schwer. So langsam geraten wir dahin, wo wir hin sollen, und gegen die gute Sitte, den Angeklagten oder seinen Verteidiger das letzte Wort haben zu lassen, darf abschließend Vera Wollenberger, CDU, sicherlich die unbedarfteste aller Stasi-Kritikerinnen, ihrem Erzfeind noch eins mitgeben und dessen Strategie anprangern, die allein im Aussitzen bestehe. Er hat einfach davon profitiert, dass er in diesem Fall einen langen Atem behalten hat, unendlich viele Prozesse führen konnte und geführt hat und damit dann in der Öffentlichkeit eine gewisse Ermüdungserscheinung erzeugt hat und man dann gesagt hat, gut, dann war er es eben nicht. Diesem Schlusswort ist dann nichts mehr hinzuzufügen. Die Patricia Wiedemeier vom sogenannten ZDF-Hauptstadtstudio tut es trotzdem. Gysi und die Stasi-Vorwürfe, eine endlose Geschichte. Bisher hat er es immer geschafft, sich vor Gericht erfolgreich dagegen zu wehren. Übersetzung. Gysi ist, im Sinne der einschlägig rechtsstaatlichen Vermutung, nicht unschuldig, bis ihm wer das Gegenteil beweist. Er hat es nur immer geschafft, sich zu wehren. Weil er nämlich viele Prozesse führen konnte. Er hat ja Zeit und Geld. Und die Öffentlichkeit, weiß er, weiß Wollenberger, nickt die ZDF-Journalistin ab, ist der endlosen Geschichte halt irgendwann müde. Aber der Vorwurf wiegt halt schwer. Schön, dass das Geschäft des Hauses Springer jetzt auch ganz offiziell vom zweiten deutschen Fernsehen betrieben wird. Ausländer raus. Solidarisch bedeutet meinem Wörterbuch zufolge füreinander einstehen. Bitte ein Beispiel. Wer wann zuletzt in dieser laut Josef Roth Scheißdemokratie für einen Nächsten eingestanden ist? Sozialarbeiter und karitativ Wirkende ausgenommen. Gegenprobe. Wer wann nicht? Beziehungsweise sogar gegen seinen Nächsten. Das ist einfach. Aus der Süddeutschen Zeitung. Wachsender Hass auf Flüchtlinge alarmiert evangelische Bischöfe. In Berlin-Hellersdorf mussten Flüchtlinge im Sommer tagelang Spießruten laufen. In Sachsen lauerten Rechtsradikale einem Flüchtling auf dem Heimweg zu seiner Unterkunft auf. Und in Rackwitz bei Leipzig schrien Dutzende aufgebrachte Bürger Ende August den Vertreter des Landratsamtes nieder,
der ihnen mitteilte, dass im leerstehenden Lehrlingswohnheim demnächst 120 Flüchtlinge unterkommen sollen. Zitat Ende. Es geht nicht darum, dass der Russe Österreich annektiert hat und 8 Millionen Österreicher beim Piefke Asyl suchen. Es geht um 120 arme Schweine, die in einem leeren Wohnheim, das unnütz in der Gegend herumsteht, untergebracht werden sollen. Bundesweit um vielleicht 80.000 Asylsuchende, gleich 1 Promille der Gesamtbevölkerung, deren Anträge ohnehin meist abgelehnt werden und die bis dahin in ihren Unterkünften nicht mehr dürfen als vergammeln, weil Arbeiten verboten ist und Residenzpflicht herrscht. Für den deutschen Spießbürger geht es auch nicht darum, dass er Kleider spenden müsste, Suppe ausschenken oder Flüchtlingskindern das schlechte Deutsch beibringen, indem er seinem Hass holpernd Ausdruck verleiht. Nein, er muss sie bloß dulden, hinnehmen, akzeptieren. Nicht einmal das, diese Schwundstufe von Solidarität, ist drin. Zitat. Bürger in Rackwitz haben ein Flugblatt verteilt. Durch Ausländer werde das Bildungsniveau an ihrer Schule gesenkt. Die Kriminalität werde steigen und auf dem Weg zur Bürgerversammlung sagte eine Frau, es werde schon darüber geredet, das Problem zu lösen. Entweder das Haus werde jetzt abgefackelt oder später, dann, wenn es bewohnt ist. Zitat Ende. Es ist nun keine ganz schlechte Pointe, dass sich für dieses Kropfzeug, dessen Bildungsniveau mühelos durch die Nachbarschaft zu einem Heim für unkastrierte Straßenhunde zu heben wäre, einen Solidaritätsbeitrag zu zahlen verdonnert bin. Für jene mithin, für die Solidarität im Höchstfall eine nationale ist. Solidarität will eben gelernt sein. Und es fehlt durchaus an Indizien dafür, dass die freiheitliche Demokratie, in der Bischöfe darum betteln müssen, dass im Wahlkampf, wenn irgend möglich, nicht Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht werde, dafür das richtige Lernumfeld ist. Selbst im stinkreichen Norwegen, das vor Ölgeld nicht aus den Augen schauen kann, werden Asylsuchende unter dem Beifall der großen Mehrheit nach 48 Stunden ins sichere Drittland weitergereicht, weil es eben keinen Unterschied macht, ob einer hat oder ob einer nicht hat, abgeben will er in keinem Fall und das Fremde ist das Böse, nein, das Arme. Solidarität ist mit einem Wort unkapitalistisch, denn Solidarität kann es nur in einer Ordnung geben, die es nicht nötig hätte, Armut zu stigmatisieren, weil entweder jeder arm ist oder die Armut abgeschafft. Das tribalistische Ressentiment gegen das anders Unvertraute, wie es gerade der zum Gesamtdeutschtum befreite DDR-Kleinbürger pflegt, muss man den Leuten freilich aberziehen. Und dass solche Avancen von herrschender Ideologie als Bevormundung abgetan werden, spricht bloß für eine Freiheit, die immer nur eine zum Totschlagen ist. Wofür die liberale Presse bei einem Stirngerunzel natürlich volles Verständnis hat. Zitat. Denn entwurzelte Menschen mit Kriegstraumata werden Bürgern vor die Nase gesetzt, die vor allem eins haben, Angst. Diese Angst könnte in Gewalt umschlagen. Zitat Ende. So schreibt ein Arschloch übers andere. Niemandes Mutter, niemandes Vater. Epochal, grandios, schmerzhaft. Nicht angezweifelt sei die Berechtigung der Pressehymnen auf den ZDF-Weltkriegsdreiteiler Unsere Mütter, Unsere Väter. Denn so grandios und epochal war die Zurechtfälschung der bekannten Nationalgeschichte ins bequem Nebelhafte aus Schicksal, Verblendung und Befehlsnotstand, dass nur der keine Schmerzen empfunden haben dürfte, der gelernt hat, noch den letzten vaterländischen Seich zu schlucken. Ukraine, Sommer 1941. Zwei sympathische junge Wehrmachtssoldaten werden Zeuge, wie jüdische Zivilisten von ukrainischer, also nicht deutscher Hilfspolizei zusammengetrieben werden. Die sympathischen jungen Wehrmachtssoldaten sind entsetzt. Auftritt des sympathischen, eigentlich sehr vaterländischen, aber eben auch zusehends kritischen Leutnants, der sich das gegenüber einem SS-Offizier verbittet, und ein kleines ukrainisches Mädchen unter den Schutz der Wehrmacht stellt, bis das geklärt ist. Kaum ist er weg, das zu klären, nimmt der schon viel weniger sympathische SS-Offizier die Pistole und schießt dem Mädchen in den Kopf. Die sympathischen jungen Wehrmachtssoldaten sind abermals entsetzt,
Einer von ihnen tritt eine halbe Filmstunde später auf eine Partisanenmine. Der andere liest zwar Hesse, hat aber trotzdem die Idee, ein paar Bauern über das Minenfeld zu schicken. Ich hatte recht. Der Krieg wird nur das Schlechteste in uns zum Vorschein bringen. Dann gehen alle Trübe über Leichen. Die kommentarseitig beklatschte Ehrlichkeit in puncto deutscher Soldatengrausamkeit ist freilich eine Nebelgranate. Wo diese Grausamkeit eine funktionale ist, Krieg ist Krieg ist Krieg ist Krieg, und der Krieg aber als Verhängnis und Schillersches Geschick, ja Pech erscheint, und es ist erstaunlich, wie konsequent der Film keine Nazis kennt und die paar, die er doch kennt, schon keine Menschen mehr sind. Die böse Proletarierfrau, die an der Heimatfront in einer vormals jüdischen Wohnung lebt und sich abfällig und wüst Berlinern über das Judengesindel äußert, ist tatsächlich so geschminkt wie ein Zombie mit TBC. Die vier jungen Freunde, die unsere Mütter und Väter vorstellen und an deren Rolle als Kanonenfutter das Tableau keinen Zweifel lässt, sind jedenfalls gymnasiale reizende Identifikationsangebote mit jüdischem Busenkumpel, die dann auch folgerichtig desertieren und sich für ihren guten Charakter an die Wand stellen lassen. Und wenn die naiv führertreue, sympathische Lazarettschwester die jüdische Aushilfe denunziert, dann nur sehr schweren Herzens, um die fällige Wandlung zur Systemskeptikerin zu initiieren. Sie alle, einschließlich des intellektuellen Hesse-Fans, der zum Zyniker wird, bereitwillig Kinder erschießt und, statt die nächsten 30 Jahre mit seinem Eisernen Kreuz zu renommieren, den ehrenhaften Freitod in russischen Garden wählt, sind, das ist die atemberaubend unverhohlene Suggestion, die wahren Opfer des Krieges. Das junge Deutschland, das, Zitat, als die Welt aus den Fugen geriet, so die Doku im Anschluss, noch unschuldiger schuldig wurde als das Volljährige unserer Opas und Omas, das ja auch nicht wusste, wo der Führer plötzlich hergekommen war. Damals waren wir Helden, heute sind wir Mörder. Graf wird die Einsicht aufgesagt und Deutschland hat, nachdem es seinen Obermördern, im Gegensatz zu seinen Zwangsarbeitern, jahrzehntelang die Pensionen gezahlt hat, seine Lektion jetzt auch wirklich gelernt. Aber dass die polnischen Partisanen wüste Judenfeinde waren, die russische Soldateska die Hose schon aufhatte, wenn es nur weiblich roch, die denunzierte jüdische Ärztin nur überlebt hat, um als Sowjetkommissarin Verräterinnen zu liquidieren, und der Berliner Obersturmbannführer nach Kriegsende schon wieder mittun darf, weil der gewissenlose Ami Leute braucht, darf, wo wir schon bei der geschichtlichen Wahrheit sind, dann keinesfalls unerwähnt bleiben. Die letzten Opfer werden bald so tot sein wie die letzten Täter. Es ist schon jetzt kein Halten mehr. Die Geschichte wird unter allgemeinem Applaus bereinigt. Und wenn es stimmt, dass Geschichte die Geschichte der Sieger ist, dann hat Deutschland den Krieg jetzt wirklich noch gewonnen. Sie fielen, damit Deutschland lebe. Wer seinen statistischen Alterszenit überschritten hat, mag dazu neigen, nicht mehr Fernsehen zu wollen, denn je weniger Zeit bleibt, umso dringender das Gefühl, man dürfe sie nicht verschwenden. Wenn ich aber doch mal vor der Glotze sitze, weil ich zum Beispiel Ocean's 12 noch nie gesehen habe, muss ich natürlich die Werbepausen durchstehen, was allenfalls dann geht, wenn man den Ton wegschaltet. Als Stummfilm sehe ich also einen Clip, der, wie mir die spätere Recherche verrät, zu einer Thank You Mom bzw. Danke Mama betitelten Kampagne des Konzerns Procter & Gamble, Nahrung, Kinderpflege und vieles mehr gehört, und in dem folglich Kinder- und Nachwuchssportler beim kindlichen, später adoleszenten Nachwuchssporttreiben immer wieder auf den Hintern fallen, aber durch die Beharrungskraft der Mamis, nicht der Vatis, die kaufen keine Windeln, trotzdem irgendwann auf dem Treppchen landen. Was die Mamis so stolz macht, dass sie weinen müssen. Der Claim, in Deutschland mit freundlicher Unterstützung der sogenannten Testimonials Rosi Mittermeier und Sohn: Du bringst uns bei, dass Hinfallen uns stärker macht. Danke, Mama. Es ist ja viel geschrieben worden über die Winterspiele von Sotschi, über Willkür, Ausbeutung, Brutalität und Korruption, die allein deswegen so schlimm sind wie niemals zuvor,
weil Willkür, Ausbeutung, Brutalität und Korruption bloß für halbfertige Hotelzimmer, Bienen im Frühstückshonig und die mittlerweile schon legendäre Doppeltoilette ohne Trennwand gesorgt haben. Und genauso viel wird in den nächsten zwei Wochen natürlich trotzdem geschrieben werden über Bobfahren und Riesenslaloms, weil ja kein Sportskandalon so erheblich ist, dass es die gesellschaftlichen Apparate dazu brächte, auch den Sport als größte der Blödmaschinen, so Markus Lenz und Georg Seestin, zu verzichten. Weil er den Leuten nämlich so schön das Konkurrenzprinzip in die Birnen hämmert und schon die Kinder mit der Totalität des gesellschaftlichen Leistungsanspruchs niederstreckt. Du bringst uns bei, dass Hinfallen uns stärker macht. Danke, Mama. Was für ein Dreck. Welch ein Abgrund an Perfidie und Schweinegesinnung. Wenn ein Kind hinfällt, dann soll man ihm aufhelfen und es trösten und nicht noch das kindliche Malheur ins fanatisch-instrumentelle Denken einpassen. Die Niederlage als Ansporn- und Propagandamaßnahme, so wie die Helden von Stalingrad nicht für nichts, sondern dafür gestorben sind, dass Deutschland lebe, wie es wiederum niederschmetternd ist, wie sehr und scheiß unaustilgbar, dass Ideologien vom starken Kind sich bis in die Jugend- und Sozialdezernate der Kommunen gefressen hat, die es natürlich nur gut meinen und nicht wollen, dass schwache Kinder Drogen nehmen. Aber natürlich, wo sollen sie es herhaben, keinen Gedanken daran verschwenden, dass Stärke immer auch eine ist zum Durchsetzen, Recht haben, entsiegen. Den hundertstel sekundenschweren, Zitat, Unterschied zwischen Teilnehmen und Gewinnen zu messen, versprach der offizielle Uhrensponsor der Winterspiele. Dabei sein ist halt längst schon viel weniger als alles, es ist ganz einfach gar nichts mehr. Hinfallen, liebe Mamis, mache nicht stärker, sondern weiser, denn das Leben ist, mit Ortega y Gasset, seinem Wesen nach ein einziger Schiffbruch. Und geliebt wird euer Kind einzig da, wo es schwach sein darf, ohne Stärke zu provozieren. Wie es im Übrigen für sich spricht, dass der gegenwärtige gesellschaftliche Saustall noch die Kalenderweisheiten der kritischen Theorie ins Recht setzt. So, und vielleicht noch eine, wenn ihr noch könnt. Baden im Kakao. Und der Titel verdankt sich einer bekannten Gedichtzeile von Erich Kästner. Was auch immer geschieht, ihr dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Vor 30 Jahren begann in Deutschland das Zeitalter des privaten Fernsehens. Und man kann nicht sagen, dass der Viertelwüchsige, dessen Oma in der Großstadt irgendwann Kabelfernsehen hatte, das nicht alles äußerst faszinierend fand, partiell sogar faszinierender als die gegen so ein Randlager ohnehin verfügbaren, aber extrem unprivaten Sondersender des DDR-Fernsehens. In der Zeitung ist dieses Jubiläums auf ganz und gar erwartbare Weise gedacht worden, unter nämlich sentimentalen Verweis auf Hans Meiser, Tutti Frutti und Harald Schmidt, weshalb es wieder so war, wie es unter den kritischen Bedingungen der vierten Gewalt immer ist, dass nämlich einerseits alles ganz schlimm, andererseits aber auch ganz prima ist. Und ja schließlich sowieso nie zu ändern. Darauf, dass es nicht mehr zu ändern sein werde, zielte das Projekt Privatfernsehen von Anfang an. Und die journalistische Richtigkeit gebot es meiner Morgenzeitung, auf den bloß vordergründigen Widerspruch hinzuweisen, dass es konservative Politiker waren, die die Büchse der Pandora geöffnet haben, mit voller Absicht und aus machtpolitischem Kalkül. Öffentlich-rechtliches Fernsehen galt als Rundfunk, privates Fernsehen, so wussten auch die Dümmeren, Kohl, konnte strukturell nur systemfreundlich sein. Die Rechnung ist glänzend aufgegangen, auch deshalb, weil sich das sogenannte Qualitätsfernsehen der öffentlich-rechtlichen Anstalten halb wegen des sogenannten Grundversorgungsauftrags, halb aus Furcht vor der eigenen Marginalisierung an jener Einschaltquote zu orientieren begann, für die Dreck, durch den viele Stiefel keiner mehr isst. Egal weg welchen Quatsch an möglichst viele Kunden zu bringen, ist jener vulgär als Konsumkapitalismus, dem mit Haut und Haaren zu Diensten zu sein, die Dummen unter den aus Rundfunkgeld bezahlten Fernsehredakteuren, nämlich 98 von 100, für die freiheitlich-demokratische Tat halten, die es zweifelsfrei vorstellt. Denn es ist nicht allzu verwegen zu behaupten, dass sich die Ruhe im Land der Rundumbeschallung aus den audiovisuellen Volksempfängern verdankt, die das Niveau so weit heruntergebracht hat, dass alte Derrick-Folgen auf YouTube wie Kulturfernsehen wirken. Doch Widerstand, noch auch nur gedanklicher, ist längst unmöglich geworden, wo der Lebenshöhepunkt des Normalverbrauchers in einem Auftritt als Telefonjoker bei Jauch besteht,
und das Gruseln, das jene packt, die sich durch öffentlich-rechtliche Abend- und Showunterhaltung schalten, ist nicht zuerst Folge des streng formatierten Schulz aus Quiz und Quark und Scheißdreck, für den sich sichtlich überhaupt niemand mehr schämt, sondern der Kamerafahrten durch ein Publikum, das an diesen schon gar nicht mehr verbrämten KDF-Veranstaltungen den Spaß des selig enthirnten, unglücklichen Opfers hat, das durch die Folter aus Nachmittagstalk, Scripted Reality und Kalt Pflaume gegangen ist, um schneller, als es selbst Kohl und Schwarz Schilling erwartet haben dürften, zu der unreflektierten, rein vegetativen Überzeugung zu gelangen, dass es geradezu verrückt wäre, den großen Bruder nicht zu lieben. Und zwar aus übervollem, ganzem Herzen. So, auf meiner Schweizer Qualitätsuhr ist es jetzt 7 Minuten für 8. Ich kann weiterlesen, wir können aber auch miteinander reden. Ich stelle es anheim, der Abend ist ein offener Abend, wir können es auch bei der frontalen Situation belassen und dann einfach aufhören, wenn hier im Kotz das wöchentliche Komasaufen beginnt. Komasaufen im Kotz. Das hat was, würde ich sagen, wenn ich jetzt Fernsehredakteur wäre. Bin ich aber nicht. Gut, ihr seid alle einverstanden, das ist Faschismus, wie ich mir den wünsche. Wenn es dann weiter keine Fragen, Beiträge, Kritik, Hass, Vorwürfe gibt. Ich würde sagen, ich lese einfach bis 8 oder 5 nach 8 weiter, wenn das okay für euch ist. Und dann haben wir gegenseitig einen schönen Abend. Gut, also, hier haben wir noch sozusagen eine Zugabe und vielleicht zwei. Eine Zugabe. Ein Frühlingsfest der Volksidee. Nachdem die Frage, ob der Kolumnist Jakob Augstein ein lupenreiner Judenfeind, kritischer Judenfreund oder bloß ein Streitbarer, dem Aufklärungsethos des Spitzenjournalisten verpflichteter Beobachter der Politik des Staates Israel sei, von unter anderem Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zur allgemeinen Zufriedenheit beantwortet war, Zitat, das Phänomen, um das es geht, das Phänomen, das bekämpft werden muss, wo immer es sich zeigt, ist der Hass auf Juden. Es ist das Ressentiment gegen Juden, es sind die ganzen Vorurteile und Verschwörungstheorien, welche böse Rassisten zusammenbasteln, um sich selbst und die anderen glauben zu machen, dass sie nicht Täter oder Opfer seien. Genau das hat aber Jakob Augstein nie getan, Zitat Ende. Und man also den Gazastreifen ruhig ein Lager nennen darf, ohne dass eine böse Absicht vermutet werden müsste. Nachdem das also geklärt war, ging alles wieder seinen regulären deutschen Gang. Ende April des vergangenen Jahres, berichtet meine Morgenzeitung, spaziert eine deutsche Familie syrischer Abkunft im sachsen-anhaltinischen Eisleben über ein Frühlingsfest. Die Familie wird in aller Öffentlichkeit von 3 Neonazis überfallen und mit Schlagring und Teleskopschlagstock krankenhausreif geprügelt. Noch als die Opfer am Boden liegen, wird mit einem Bierkrug auf sie eingetroschen, Pardon wird nicht gegeben. Zitat, die Angreifer treten der bewusstlosen Frau in den Bauch, sie nehmen ihren Kopf mit beiden Händen und schlagen ihn mehrmals mit Gewalt auf den Boden. Zitat Ende. Der Verlobte der Tochter blutet aus jeder Pore. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik, er liegt tagelang im Koma. Die Mutter geht noch heute an Krücken, sie hat Angst aus dem Haus zu gehen. Die Familie ist aus Eisleben, wo sie 16 Jahre lang lebte, fortgezogen. Die 3 Neonazis, deren Namen bekannt sind, und das ist die Pointe, deretwegen der Vorfall überhaupt in der Zeitung steht, sind bis heute auf freiem Fuß. 8 Monate lang hat die Staatsanwaltschaft gebraucht, um überhaupt Anklage zu erheben, und zwar nicht wegen versuchten Mordes oder Totschlags, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Tötungsvorsatz könne, Bierkrug hin, Schlagstock her, nicht bejaht werden, deswegen liegt die Sache auch nicht beim Land, sondern bloß beim Amtsgericht. Zitat Süddeutsche Zeitung, das Amtsgericht ist für leichtere Fälle zuständig, Wirtshausschlägereien zum Beispiel. Die deutsche Haltung zum Araber ist eine eigentümlich ambivalente. Einerseits ist er, wenn es um Israel geht, als schuldlos in Bedrängnis geratener Lagerinsasse unserer umfänglichen Anteilnahme würdig. Wird der Araber aber gerade einmal nicht benötigt, um den Juden als Schergen- und KZ-Wächter dastehen zu lassen, kann man ihn halt totschlagen und eine deutsche Staatsanwaltschaft kümmert es einen Scheißdreck. Vielleicht kann man diese
mit Antje Vollmer gründlich durchzivilisierte Haltung so zusammenfassen: Ein Araber ist ein guter Araber, wenn er da ist, wo er hingehört, nach Tel Aviv, Jerusalem und Haifa. Dann ist dann Judenruh und in Eisleben auch. Es ist noch nicht 8, ihr habt noch Anspruch auf Agitation bis Punkt 20 Uhr und eventuell sogar darüber hinaus. Ich will euch nicht um euer Eintrittsgeld trügen. Und das, was jetzt folgt, fügt sich an den vorhergehenden Text auch schön an. Er heißt Nationalsozialistisch Übergrund. Der ZDF-Journalist Klaus Kleber steht nicht im Verdacht, ein habitueller Löcker wieder den Stachel der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu sein. Aber selbst ihm fiel im Zusammenhang mit der Zwickauer Neonazi-Zelle, deren Bomberei von den zuständigen Stellen jahrzehntelang als komplett unpolitisch eingeordnet worden war, die Frage ein, was wohl geschehen wäre, wären statt irgendwelcher Imbiss-Türken Bankvorstände in die Luft geflogen und ob Polizei und Verfassungsschutz dann auch ohne weiteres darauf verzichtet hätten, auf einen politischen Hintergrund zu bestehen. Hätten sie so die unausgesprochene Antwort auf die rhetorische Frage natürlich nicht. Der halbe Fahndungsapparat des Landes wäre auf der Suche nach der wiedererstandenen RAF mobilisiert worden. Der Feind steht hierzulande nämlich links nach wie vor. Die Formel in Deutschland sei man eventuell auf dem rechten Auge blind, ist längst in die Kommentarspalten gesickert und klingt aber so wie die Erkenntnis, der Sender Gleiwitz sei gar nicht von den Polen überfallen worden. Die Bundesrepublik hatte, das darf man nicht vergessen, eine stringente rechte Geschichte. Sie verdankt ihre Gründung überhaupt nur der ihr zugedachten Rolle als Bollwerk und Grenzmarke. Dass der junge Staat durchsetzt war von alten und nicht so alten Nazis, ist eine Binse. Und waren sie keine, dann wie Adenauer konservativ bis auf die Knochen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident der Republik, die sich als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches verstand, hatte 1933 für das Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich, das Ermächtigungsgesetz nämlich, gestimmt. Adenauers Staatssekretär Globke die Rassengesetze kommentiert, Präsident Lübcke KZ-Pläne unterschrieben, Kanzler Kiesinger war NSDAP-Mitglied seit Februar 1933, Bundespräsident Carstens Angehöriger der Reiter-SA gewesen, Richard von Weizsäcker hatte in Nürnberg seinen Vater verteidigt, der als Staatssekretär im Reichsaußenministerium Deportationsbefehle nach Auschwitz abgezeichnet hatte, was ihm 5 Jahre Haft und aber den Trost des Sohnes einbrachte. Das Urteil sei historisch und moralisch ungerecht. Die deutsche SPD ist immer rechtssozialdemokratisch und antikommunistisch gewesen. Der Radikalenerlass der kommunistischen Briefträger, die Berufsausübung untersagt, war eine Erfindung der Regierung Brandt. Und die letzten Kanzler der SPD, Schmidt und Schröder, waren beide Genossen der Bosse. Der eine der Vater des antirussischen NATO-Doppelbeschlusses, der andere der proletenfeindlichen Agenda 2010. Da sollte es nicht Wunder nehmen, dass Rechtsextremismus in Deutschland stets als pädagogisches Problem betrachtet worden ist. Es handelt sich da immer um verwirrte, arbeitslose junge Männer, die halt nicht wissen, wohin mit sich, und deren Mordanschläge in den 90er Jahren aber so erfolgreich waren, dass zwar nicht nach einer braunen Armeefraktion gefahndet wurde, in Rostock-Lichtenhagen stand die Polizei tatenlos neben dem brennenden Asylantenheim, dafür aber ohne viel Federlesens eine der heiligsten Kühe des Grundgesetzes, das Asylrecht, geschlachtet wurde. Was in etwa so ist, als hätte der Bundestag nach der Schleierentführung den Arbeitgeberverband verboten. Was immer in Deutschland links war oder ist, wird auf allen Kanälen rund um die Uhr dämonisiert oder wenigstens lächerlich gemacht. Das Recht von Daimler-Benz und Deutscher Bank auf grenzenlose Akkumulation von Kapital ist, trotz Finanzkrise und Occupy, konstituierender Teil der deutschen Staatsräson. Wer dieses Recht beschneiden will, ist ein Staatsfeind. Wer das nicht will, aber Ausländer in die Luft jagt, ist ein Wirrkopf, der im Kern freilich Recht hat. Fast die Hälfte der Deutschen fühlt sich schließlich überfremdet. Gerade vor Wahlen wird auf derlei Rücksicht genommen. Wenn sie sich entscheiden müsste,
müsste die Bundesrepublik zugeben, dem Großdeutschen Reich denn doch etwas näher zu stehen als der DDR, weshalb jenes auch bloß, laut Matthias Matusek, ein Freak-Unfall der Deutschen war und diese Tag für Tag das Stasi-Reich des Bösen ist. Und deshalb hatte auch keiner der türkischen, griechischen oder persischen Familien, aus denen die Opfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds stammen, je einen Zweifel daran, dass die Anschläge Nazi-Anschläge waren. Zitat: Wir haben immer wieder gesagt, es war kein Drogenkrieg, keine Mafia-Bombe, sondern ein Rechtsradikaler. Niemand hat uns zugehört, zitiert die Süddeutsche Zeitung eine Anwohnerin der Straße in Köln-Mühlheim, in der 2004 eine Nagelbombe explodierte. Wir haben den Rechtsextremismus nie unterschätzt, sagt Innenminister Friedrich zwei Seiten später. Und in gewissem Sinne hat er da sogar recht, denn man kann nicht unterschätzen, was einem scheißegal ist. So, und jetzt gleich wirklich zum Abschluss etwas, was ich hoffe, ich finde es auch, ich habe es nicht verräumt. Doch, da ist es. Alter Auftrittsprofi trägt so das was Persönliches, das den Sack zumacht. Deswegen heißt die Überschrift dieses abschließenden Textes auch Wir Biedermeier. Das Wort Walter Benjamins, wonach die Katastrophe darin besteht, dass es immer so weitergeht, gehört zu denen, deren Anfälligkeit fürs zu Tode zitiert werden nichts daran ändert, dass sie wahr sind. Und wer ein Familiensilvester verbracht hat, heißt ein Silvester mit Familien, und sich zwischen zweiter Vorspeise und Hauptgang, sofern das der vorzügliche Chardonnay noch zuließ, fragte, was auf diese Kinder, die so selbstvergessen ihre Tröten bedienten, zukommt, den mochte die einzig deprimieren, dass es immer bloß dasselbe ist. Zwar die freiheitlich-demokratische Grundordnung hat gesiegt und die Kleinen, die da toten, sind Wohlstands- und Akademikerkinder und werden ihre Schul- und Universitätsausbildung so selbstverständlich erhalten wie McDonalds-Kunden ihren Burger und werden lernen, dass es in der Hauptsache darauf ankommt, zu kaufen und zu verkaufen, weil ihr Leben erst dann als gelungen eingestuft wird, wenn sie sich derart gut verkauft haben, dass aus der konsumdemokratischen Freiheit zum Quatsch kaufen keine marktkonforme Freiheit zum Verschimmeln geworden ist. Vergangene Woche stand in der Zeitung, im letzten Jahr seien doppelt so viele Kleidungsstücke gekauft worden wie vor 10 Jahren, und dass die Lust der Deutschen an Geländefahrzeugen trotz Benzinpreis und galoppierendem Klimawandel ganz ungebrochen ist. Gleichzeitig sind drei von vier Hartz-IV-Beziehern dauerhaft auf Stütze angewiesen. Aber im Ernst sinnvoll wird man ein Leben, das sich, wenn es gut läuft, fugenlos aus Verwerten und Verwertetwerden zusammensetzt, kaum nennen wollen. Und jene pressenotorischen Klassengenossen, die mit Klein Gustav und Wilhelmine im Großstadtstrebergarten Biogemüse ziehen und im Internet selbstgemachte Topflappen anbieten, reagieren auf die ihnen gemäße, nämlich regressive Weise. Das neue Biedermeier hat die SZ das in einem ihrer typisch viertelkritischen, den Lifestyle-Teufel mit dem Selbstbespiegelungs-Beelzebub austreibenden Wir-Beiträge genannt. Zitat: Mit dieser braven Mischung aus ironisch angetupfter Resignation, tief verinnerlichtem Ökobewusstsein und garantiert unbedenklichem Hedonismus dürfen wir uns sogar noch fühlen wie Rebellen. Und immerhin gewusst, dass Idylle mit Jean-Paul das Vollglück in der Beschränkung ist. Es ist freilich das Gegenteil, nämlich das Glück der Beschränkten als Unglück aller, wenn jenes in der kollektiven Ahnung wurzelt, dass kein Fortschritt mehr ist als einer, der immer noch dünnere, immer noch billigere Flachbildfernseher bereitstellt. Retro-Utopie hat die Süddeutsche diese Begeisterung fürs Falsch-Idyllische genannt, und der erste Wortbestandteil hebt den zweiten auf. Was unsere Modebürger da treiben, ist also bereits auf der semantischen Ebene ein Nullum, die Karikatur von Sinn, was nicht überrascht, wenn man sich vor Augen führt, dass das, was heute Utopie heißt, das Versprechen auf eine Welt ist, die haargenau so funktioniert wie die gegenwärtige, aber mit Ökostrom. Wer ehrlich mit sich ist und nicht völlig regrediert,
weiß, dass nicht einmal dieses lahmste aller Versprechen zu halten sein wird und wird seinen Kindern verschweigen müssen, dass andernorts Leute für weit weniger sterben als das, wofür bei uns so verzweifelt enthusiastisch gelebt wird. Schlusssatz. Also ein Schlusssatz, danach kann ich einfach nicht mehr weiterlesen. Schön, dass ihr da wart. Ihr könnt natürlich jetzt immer noch fragen oder meckern oder was. Falls nicht, sage ich Dankeschön. Ihr wart ein zauberhaftes Publikum. Danke, danke. Und wem derlei gefallen hat oder gefällt, der ist jeden Sonntag um Punkt 11 Uhr herzlich eingeladen auf www.titanic-magazin.de an Gärtners kritischen Sonntagsfrühstück teilzuhaben. Da steht sowas nämlich drin. Und einmal im Monat gibt es was noch Fundierteres im Satiremagazin Titanic, immer ungefähr auf Seite 20. Ja, vielen Dank, habt Spaß beim Kumak-Saufen im Kotz. Und ja, vielleicht bis mal wieder und bitte Erik, du bist dran.